Eigentlich nicht. Gaunter Udib, auch Spiegelmeister genannt. Wir sind uns in Weißgarten begegnet. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. So treffen jetzt wir uns nicht verbündet wieder. Mit dir. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Wie bist du hier reingekommen? Lange Geschichte. Wir sollten uns auf Nützlicheres konzentrieren. Wie man dich vom Schiff kriegt, zum Beispiel. Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du... Oh, ich kann mehr als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yandra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was? Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Aha, der Teufel. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich mache gerade ein Bündnis mit dem Teufel. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel. Mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das wird... Tatsächlich hat den Sturm geschickt, das Schiff zum Kinder zu bringen. Ich habe den Sturm nicht bestellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Hart mit dem Teufel. Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir eurem König nicht einfach den Kopf bringen? Nicht bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen. Verdammt, wir sind nicht gekommen. Diesem hier bereiten wird. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Ah, vielen Dank. Nächster Bosskampf. Na toll. Er hat ein Schild. Verdammt. Ich werde sterben. Ich nicht mehr vor. Heilung bräuchte ich mal. Ich habe gar nicht auf den Lebensbalken geachtet. Verdammt. Bisschen der Heilung. Verdammt. Wie kriegt man den denn? Und überall abhaut. Scheiße.
Tja, also. Gar nicht. Können wir abhauen? Die nehmen lassen. Ich meine, wenn wir Ciri spielen würden, ja, machbar, aber mit Geralt kriegen wir den nie. Die Krieger. Ah ja, wir können noch abhauen. Haben wir irgendwo unsere Rüstung? Die will ich noch abholen. Okay, haben wir natürlich nicht. Jetzt noch neben hier rauskommen. Das könnte schwerer werden als gedacht. Ins Rennen. Falsche Richtung. Da muss ich lang. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt die ganze Zeit so schleichend vor mich gehen, dann wird das ein mühseliges Abenteuer. Okay, doch nicht hier lang. Versuch mal zu entkommen. Krieger, das kriegen wir nicht hin. Wir werden schon eine neue Rüstung finden. Neue Schwerter. Ein Schwert haben wir. Das ist ein Steg. Oh, Ertrunkener. Ah, sehr schön. Trifft sich um Mitternacht an der Kreuzung. Mit den beiden nutzt mit dem Spiegelmeister. AKA Satan. Bevor ich gleich in das nächste reinrenne. Oh, hier ist noch ein bisschen Weg. Okay, dann würde ich mal hier am Strand ein bisschen meditieren. Bis abends. Haben wir einen schönen Sonnenuntergang am Strand. Eben wurden wir ausgeraubt. Und sind gerade ihnen entkommen. Dann treffen wir uns mal um Mitternacht. An der Kreuzung unter den Weiden mit dem Spiegelmeister. Der hat uns dann einen kleinen Fluch bereitet und wir haben dann keinen Pakt mit dem Teufel begangen und den sollten wir einhalten. Das ist halt keine so gute Idee, uns nicht daran zu halten. Wer auch immer dieser Spiegelmeister ist. Wird es gut tun, unsere Verabredung mit ihm zu halten.
So. 18, 19 sagt die Uhr am Spiel. In echt ist es schon ein bisschen später. So, wir spazieren hier erstmal. Ein Pferd haben wir nicht. Fritz ist nicht da. Ich schätze nicht. Ah doch, Plätze. Hier ist er. Hier ist er doch. Chatu Sarazin, hey. Ganz genau. Nein, bitte nicht. Mal kurz einen Blick auf die Map gerichtet. Ja, da müssen wir hin. Komm jetzt. Wo sind wir eigentlich? Aha, okay. Lass es hier reichen. Hier sind wir also. Wir sind nördlich von dem Punkt, wo wir jemals hinkommen. Hier haben wir schon mal versucht hinzureiten. Hier hat es dann gestoppt. So, jetzt mal ein bisschen reiten. Schnellreise geht nicht, weil wir noch keinen Wegpunkt gefunden haben. Mami. In dem Quest will ich gerade nicht annehmen. Gott, das ist gruselig. Dann musst du die Schuld zahlen. Dann ist der Schluss mit Lächeln und Prahlen. Das ist ein anderer Text, den sie singen, als der, der da steht. Das ist das Gruseligste hier. Ah ja. Der Gesang vom Teufel. Ja, mit dem wir einen Pakt eingegangen haben. Dann meditieren wir hier mal ein bisschen und treffen uns mit dem Teufel bei Mitternacht. Würde ich mal vorschlagen. Meditation. Ich wusste, dass du kommen würdest. Bist du Wahrsager? Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Ich habe deine Flucht ermöglicht, dir geholfen, Yennefer zu finden. Du hast das Gefühl, in meiner Schuld zu stehen. Dein Andenken ist eine höchst wirksame Erinnerung. Das ist sein Zweck. Es ist doch wirklich seltsam, dass noch die verkommensten Schurken sich bemüßigt fühlen, Schulden dieser Art zu tilgen. Menschen, Elfen, Zwerge, alle Völker. Das musst du mir erklären. Eines Tages. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Sag mir, wie du mit den Ophiri fertig geworden bist. Also dermaßen geholfen hast du mir nicht. Es gab einen Sturm. Das Schiff ist auf ein Riff gelaufen. Das glaubst du? Dein Rationalismus ist ja wirklich zäh. Dankbarkeit hat dich also nicht hergebracht. Dann war es wohl Neugier. Ja, der Wesenszug ist mir lieb. Er führt zu vielen faszinierenden Geschichten. Und die Geschichte, die du mir offenbar erzählen willst, wovon handelt die? Es handelt von einem üblen Kerl. Vulgär, abscheulich, mit einem Herzen aus Stein. Einem Mann, der seine Schulden nicht zahlt.
Und das soll mich interessieren. Wieso? Er hat auch dich betrogen. Sein Name ist Olgierd von Evereck. Was hat er dir getan? Bevor ich dir das enthülle, will ich eins klarstellen. Olgierd von Evereck hat intrigiert, um dich dazu zu bringen, einen Mann zu töten, den man hätte heilen können. Das hätte dich den Kopf gekostet, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Das stimmt. Und weißt du, warum er das getan hat? Weil er ein degeneriertes Monster in Menschengestalt ist, das sich von Schmerz und Leid anderer nährt. Es ist klar, dass du ihn nicht magst. Was hat er dir getan? Wir hatten einen Pakt. Einen Pakt, unter dem ich meine Talente und Verbindungen spielen ließ, um ihm zu verschaffen, was er begehrte. Und nun, da Zahltag ist, drückt er sich vor seiner Verpflichtung. Das haben wir nicht verstanden. Soll deine Schulden eintreiben? Ich bin kein dingbarer Schläger. Einen Schläger brauche ich auch nicht. Ich brauche eine intelligente, gerissene und risikobereite Person. Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Was sonst? Schließlich bin ich ein reisender Kaufmann. Aber täusch dich nicht. Ich habe viele interessante Dinge anzubieten. Dinge wie? Überfluss und Fülle für Körper und Seele. Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper, so flink wie nie zuvor. Dein Geist, schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger Auserwählter. Das klingt großzügig. Und das alles für meine Hilfe bei einer kleinen Sache. Du willst wirklich nichts anderes von mir? Nur eine Sache. Ehrlich. Was hast du für Olgierd getan? Ihn aus einer Zelle befreit? In gewisser Hinsicht schon. Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Nieselregen, dabei eine gemeine Kriechkälte. Olgierd erschien bei Tagesanbruch. Spindeldürr, Kleider in Fetzen. Er hatte offenbar nichts als sein Schwert. Er bot einen jämmerlichen Anblick. Er bat mich um Hilfe und ich half ihm. Bald war er wohlhabend, erfolgreich und angesehen. Was er heute ist, hat er mir zu verdanken. Doch dann mied er mich. Schickte mich fort, als ich es wagte, nach der Bezahlung zu fragen. Einmal hetzte er sogar die Hunde auf mich. Daher bleibt mir nichts, als die Bedingungen des Pakts durchzusetzen. Und da kommst du ins Spiel. Was schuldet er dir? Über Geld spricht man nicht. Ich will die Details wissen, wenn ich mir die Hände schmutzig machen soll. Wie viel? 1 Million Kronen? 2? Ich bin kein Wucherer, der Geld gegen Zinsen verleiht. Nein, was Olgierd mir schuldet, ist viel persönlicher als Klingelkram. Daher kann ich leider nicht mehr sagen. Ich muss seine Privatsphäre achten. Ja, das ist mir immer noch irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Weißt du was? Das geht nur euch beide an. Ich will damit nichts zu tun haben. Bevor du das sagst, hör mich an. Du wirst sehen, dass Olgierd ein schlechter Mann ist. Oder wie man im Westen sagt, ein echter Hurensohn. Und du? Du bist doch ein Mann der vielen Talente. Kannst du das nicht selber lösen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Evereck 3 Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen, einen Stellvertreter.
Du brauchst einen Laufburschen. Ich brauche einen Verbündeten. Und irgendwas sagt mir, dass du die beste Wahl bist. Wir sollen ihm also Wünsche erfüllen. Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everick. Dann improvisieren wir. Ich glaube allerdings, ja, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Gut, kommen wir zu den Details. Hatte Olgierd nicht drei Wünsche oder Forderungen frei? In der Tat. Er darf dreierlei von uns verlangen. Doch wissen wir erst, was das sein wird, wenn wir ihn treffen. Jetzt müssen wir ihm Wünsche erfüllen, na toll. Das kommt mir reichlich zwielichtig vor. Deine Hilfe, dein Pakt mit Olgierd, seine drei Forderungen. Überleg es dir. Ich stimme dir zu. Du hast keinen Grund, mir a priori zu vertrauen. Aber ich war nun mal zur rechten Zeit, am rechten Ort, um dir zu helfen. Und es ist nun mal derselbe Mann, der uns beide betrogen hat. Ich finde, das sind Gründe für eine Zusammenarbeit. Das finde ich weniger. Komm mit mir zu Olgierd. Du wirst sehen, dass er ein niederer, ehrloser Mann ist, der mit dem Leben anderer wie mit Spielzeug umgeht. Mit deinem auch, als er dich zum Froschprinzen geschickt hat. Haben wir denn überhaupt eine Wahl? Wenn es dann sein muss. Gut, ich gehe mit dir zu Olgierd. Aber ich verspreche nichts. Mehr will ich gar nicht. Jetzt nimm das verdammte Mal weg. Natürlich. Sobald du deine Aufgabe erfüllt hast. Geh schon. Du wirst es nicht bereuen. Wir treffen uns dort. Krieg ich vielleicht ein bisschen Kleidung oder so? Etwas kümmern. Noch eine Schuld einzutreiben? Vielleicht. Da bin ich ganz dankbar. Bisschen klein. Oh, okay. Haben wir hier. Gut. Stahlwaffe haben wir hier. Silberschwert haben wir hier. Sehr gut. Suche Olgierd auf. Gehen wir eine Schnellreise. Jetzt sind wir also Stellvertreter des Teufels. Sehr schön. Oder was auch immer er ist. So, Hallöchen, Olgierd. Der Schinken. Hat der sein Hüt angezündet oder was? Na, sieh mal einer an. Der Hexer mit dem Stock im Arsch. Was gibt's Neues? Du hast da was in der Visage. Dort, sind das Ophiri-Pocken? Kann man sagen. Das Anwesen brennt. Schon bemerkt? Das da? Ach ja, man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgierd? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand! Lass mich los! Lass mich gehen! Sei still! Wir haben gegessen! Getrunken! Gekämpft! Und ihr bringt mich um! Ich bin einer von euch! Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Können wir gleich eingreifen? Was hat er getan? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Nicht dein Bier, Kumpel. Ich sag dir, was jetzt passiert. Ich frage nochmal höflich. Und du antwortest genauso höflich. Und was, wenn nicht? Dann werde ich wütend, spar mir die Worte und schlachte euch alle wie Schweine. Was darf sein?
Höre ich jetzt, warum ihr seinen Kopf wollt, oder nicht? Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ataman hat befohlen, ihn zu töten. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten. Versuchen wir mal das. Olgierd will ihn tot. Aber warum, das weiß ich nicht. Was geht's dich denn an, verfickt nochmal? Gar nichts. Reine Neugier. Der Schwanzlutscher hat unseren Ehrenkodex verletzt. Dafür gibt's nur eine Strafe. Den Tod. Was ist hier los? Noch nicht fertig mit ihm. Ich bin das Geschrei langsam leid. Na toll. Hätten wir eventuell retten können. Geralt, du bist also fertig in der Kanalisation. Mhm, sehr fertig. Oder warst du noch nicht fertig? Mein Vater getötet! Das ist nicht gut. Du lügst, Hurensohn! Der Mann hat ihn getötet. Alleine und ohne mein Wissen. Weil dein Vater uns das Gastrecht verweigert hat. Und du hast dein kleines Schwert an der Brust. Ist der Mann jetzt hingerichtet worden? Kann ich sonst noch was für dich tun? Bringt sie weg. Du hast da was. Olgierd. Ich meine ja nur. So. Juckt ihn gar nicht. Ist dieses Theater wirklich nötig? Theater. Komm schon. So sieht es also aus, wenn man Teufels Wahnsinn an den Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Du bist unsterblich? Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Töten kann man mich jedenfalls nicht. Aber es ist nicht so, wie die Leute denken. Nicht zu sterben bedeutet nicht, ewig voll und ganz zu leben. Ist das ein Fluch? So würde ich das nicht nennen. Sagen wir, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es gibt Konsequenzen. Ich verstehe nicht recht. Wenn man praktisch unverwundbar ist, geht man groteske Risiken ein und jagt extremen Eindrücken nach. Irgendwann hat man alles erlebt. Das Leben wird öde und eintönig. Der Trick ist, das durchzustehen und nach dem zu greifen, was als unmöglich gilt. Aha. Weißt du, was das ist? Ich bin nicht sicher. Aber ich habe einen Verdacht. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Ja, mit dir. Als ich den Frosch gesucht habe. Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Eine Belohnung. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus. Falls alles verbrannt ist. War der Kampf hart? Hab ihm den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Klar doch. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Gaunter Odin. Gekommen, um zu verleumden? Nein. Gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich drei Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions Geralt von Riva. Na toll. Nicht so schnell. Ich habe mich zu nichts verpflichtet. Aber das wirst du bestimmt tun. Wusstest du, dass es Olgierd war, der den Prinz der Ophiri in die Kröte verwandelt hat? Das hat er nicht erwähnt? Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgierd liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgierd entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen.
Dann fand der er Froschkönig. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er, die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odin, wer soll meine letzten drei Forderungen erfüllen? Mein Assistent, Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss. Wenn ich da noch ein Wort mitzusprechen habe. Zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor. Mhm.